Das ist der fucking Weihnachtsmann. Er hat gerade Übel gefurzt. Und die Ogre. Junge, die spielen Übel, Junge. Was? Die sind stuck. Die... Oh! Oh! Alter! So, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu Warhammer 3. Also Total War. Mit dabei ist der Sterzig. Hallo. Und zusammen werden wir das vielleicht sogar beste Strategiespiel dieses Jahres heute hier vor Release anzocken. Wir sind ja in der Vergangenheit gerade. Das Spiel kam am 17. Februar raus. Ja, ich glaube, wir releasen nach Release. Und ist, wie schon der Titel erahnen lässt, der dritte Teil dieser Reihe. Stetzig, hast du mal Total War Warhammer gespielt, 1 oder 2? Warhammer tatsächlich noch gar nicht, aber ich bin so ein großer Fan von denen davor. Rome, etc. Das Ding ist ja bei den, also Total War ist ja eigentlich so sehr historisch orientiert, ja. Und dann gibt's immer diese krasse Warhammer-Reihe. Und was ich sehr nice finde bei der Warhammer-Reihe ist, dass man da halt nicht einfach nur diese Truppen hat, 1000 gegen 1000 und irgendwie ist schwer zu erkennen, so im Detail, sondern du hast halt auch dazwischen irgendein Riesenvieh. Mhm. Oder eine richtig krasse Kanone. So was halt richtig riesig auch ist und die fliegen da so durch. Und das ist ja auch das Krasse, weil in der Vergangenheit zum Beispiel in Rome, da gab es ja keine Riesen. Na doch schon, aber die Geschichte, also die Geschichtsschreiber haben das halt weggestrichen. Es gab ja auch Zyklopen zum Beispiel. Ja, weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ja, aber das ist ein anderes Thema, nicht für heute wäre ich schon wieder sauer. Naja, weißt du, was das Besondere jetzt am dritten Teil ist? Nee, Max. Es gibt jetzt in den Multiplayer-Kampagnen simultane Züge. Nein. Es war tatsächlich so, es hat mir der Kevin erzählt, dass man zwar das Spiel Multiplayer zocken konnte, auch so Kampagnen, aber man immer nacheinander dran war. Also, musst dir vorstellen, so wie Civ oder so, nur man muss halt erstmal warten und dann bei 8 Spielern, bis jeder seinen Zug gemacht hat. Okay, ja, das ist dann halt... Und deswegen ist das jetzt halt so krass, quasi. Also, für viele SpielerInnen. Ne? Wir werden heute eine kleinere Kampagne spielen. Man hat, stand jetzt hier im Multiplayer-Modus 3 verschiedene Kampagnen zur Auswahl. Und da gibt es eine kürzere, die ist reduziert, ich glaube, auf 50 Runden. Und da geht es dann darum, die ist so eher competitive, wer am Ende am meisten Basen hält und so weiter. Da gibt es dann quasi Punkte. Und da kann man auch zusammenspielen oder gegeneinander und oder gegeneinander. Und Sterzig und ich werden da heute reinschauen. Wir sind beide keine Experten auf dem Gebiet. Schon mal Richtig. Als Erwartungshaltung. Ich werde hier jetzt meine Rasse auswählen und zwar Ogre-Königreiche. Ich bin Ogre. Oh, Team 6. Sterzig, du musst auch Ogre. Es sei denn, du willst gegen mich. Nee. Wo kann ich denn das einstellen? Oben bei Wähle eine Rasse. Ach ja. Ich finde Ogre ziemlich nice. Ja, ich finde auch. Also, ich brauche da jetzt auch was Neues. Ja. Wie siehst du denn aus? Ja, genau. Aber passt ja auch mein Steam-Avatar. Ja, true. Genau, ich bin Speckus Goldzahn. Junge mit der Krone. Ja, es gibt insgesamt 10 legendäre Lords, heißen die hier. Ja. Und ihr seht schon, es gibt Fraktionseffekte. Ja, wir haben zum Beispiel, also Ogre sind krasse Händler. und haben mehr Einheitenmasse. Da würde mich interessieren, Einheitenmasse, heißt das diesen größeren? Ja, genau. Was ist damit gemeint? Höhere Truppenanzahl, also pro Trupp, so quasi Einheitenanzahl. Ich würde fast sagen, einfach wie resistent die sind. So. Das könnte auch, ja, vielleicht auch Lebenspunkte. Das finden wir raus. Aber auch, vor allem, worauf ich hinaus wollte, Kommandanteneffekte. Ja, das heißt, jeder Kommandant hier hat unterschiedliche Effekte. Und Speckus Goldzahn hat Einkommen durch Überfälle plus 50%. Das heißt, wir gehen viel auf Raids halt. Unterhalt minus 50% für Eisenwänste. Die muss ich mir merken, dann spammen wir die. Und Einkommen durch Ausrauben und Plünderung von Siedlungen plus 50%. Achso, ja genau. Also Überfälle und Ausrauben, Plünderung und Siedlung. Also wir müssen sehr aggressiv anscheinend spielen. Aber das ist ja genau das, was wir lieben, Max. Richtig. Wir sind aber in einem... Wir sind aber in der Mitte der Karte, wie du vielleicht siehst. Echt? Ja, ah, ja, true. Ja. Wir müssen mal ein bisschen. Wir könnten halt sagen, guck mal, wenn wir uns nach links kämpfen, machen wir die erstmal weg. Ja, toll. Und dann sind wir oben links in der Ecke. Und haben da erstmal die Sicherheit. Und dann breiten wir uns nach unten aus. Geil, okay. Dann würde ich sagen, machst du bereit? Kannst du bereit klicken? Warte.
Mehrere Spieler haben dieselbe Fraktion ausgewählt. Jeder Spieler muss eine andere Fraktion spielen. Ah. Dann machen wir das halt so, dass ich den... Junge des Schlunds. Ja, dann bist du mein Nachbar. Dann bin ich Skrag der Schlechter. Die Frage ist, sind wir jetzt verbündet? Weil aber ich muss sagen, dass... Rasse sind? Oder nee, guck, du bist, nicht, ne? Du bist Team 5 und ich Team 6. Also, jede Kampagne ist dahingehend auch unterschiedlich. Ja. Ja? Aber bei dieser ist das dann so. Finde ich ein bisschen schade, aber es gibt auch Kampagnen. Also, ja. Ist dann so. Jetzt gerade. Okay, ich mache bereit. Okay, ich muss noch ganz kurz durchlesen, was mein Typ kann. Achso, ja, gut. Sorry. Nee, alles gut, alles oh, gut. Oh, Leute, es läuft schon ab. Dann mache ich nochmal. Dann kann ich ja nochmal was sagen. Und zwar, während Sterzig liest, Warhammer 3 hat auch eine sehr große Einzelspielerkampagne. Und zwar umfasst das die Kislevs, das sind so quasi Russen, die so im Schnee leben. Also Menschen. Gibt's auch bei Warhammer. Ja. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich bin nicht so der Warhammer-Experte. Cathay und die Reiche des Chaos. Ja, also diese, denen könnt ihr quasi auf den Fußspuren nachgehen und deren Kampagne spielen. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe tatsächlich Warhammer-technisch, ach, du bist bereit, geil. Warhammer-technisch habe ich super viel Vermintide gespielt. Was heißt super viel? Also Vermintide habe ich gespielt, aber vor allem Warhammer Online. Das ist sehr unbekannt, war so zu Zeiten von, ja, wo die MMORPGs noch richtig krass waren. Da war Warhammer Online einfach mein Lieblingsspiel, muss ich sagen. Und Warhammer gibt es ja immer so diese zwei Universen, einmal so 40k, ne? Und halt einmal dieses mittelalterliche. Ich sag mal mittelalterliche. So, ne? Weiß jeder, was gemeint ist. Ich bin tatsächlich, ich hab so gar keine Ahnung, leider. Ich hab da nie irgendwie was mitbekommen von dem Ganzen. Das heißt, für mich ist es komplett Neuland. Auch die ganzen Völker etc. Gar keine Ahnung. Okay. Ja, also es gibt zum Beispiel, ich habe gerade noch gelesen, ne, es gibt viele Infos, die wir heute droppen werden. Tatsächlich, Sterze, gibt es auch noch eine Drei-Spieler-Kampagne, die aber sehr auf diese Kislevs bezogen ist. Also das sind so Menschen, da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Ja. Und die ist eher kooperativ. So. Alter, ist ja richtig schick hier. Alter, krass. Ey, man kann voll weit gucken. Fällt mir direkt auf. Gibt so keinen Nebel des Krieges. Und wenn du weit rausscrollst, hast du eine ganze Übersicht auf die Karte. Oh, lol. Das ist sick. So, okay. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen klarkommen. Das ist gerade ein bisschen Reizüberflutung. Genau, Sterzig ist, glaube ich, hier. Ach, du hast so, glaube ich, grün heute. Das sieht so ein bisschen aus. Oder Barbaren? Ja, die sehen ein bisschen grünlich aus. Bei das ist der Sterzig. Du bist halt wirklich direkt mein Nachbar, ne? Ja. Wir können natürlich jetzt so einen Friedenspakt schließen. Ja, 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 lass das machen. Und dann überlasse ich dir die ganze linke Seite da oben. Ja, und wenn wir Hilfe brauchen... Ich guck mal auf der rechten Seite vorbei und schau, was die alles machen. Ach, es gibt ja auch neutrale Armeen. Okay, also, ich habe schon ein bisschen die Prolog-Kampagne gespielt. Das heißt, warum sitze ich eigentlich auf einer Kutsche? Ich bin der Weihnachtsmann, Alter. Ich bin der. Das ist halt der Ogerkönig, ey. Boah, ich hab mal. Also, ne? Das ist quasi unsere Armee. Können wir. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ist so der erste Schritt. So, man will ja eigentlich viel einnehmen, Einkommen generieren. Genau, also und der so weiter und so fort, ne? Genau, also man hat hier seine Basis, seine Startbasis und seinen legendären Lord mit seiner Armee. Speckos Goldzahn in meinem Fall. Genau, klick mal deine Basis zum Beispiel an. Oh, Alter, da haben wir ja schon voll viel. Krass. Ja, ich habe hier schon ein Lager und halt Taizu. Genau, und da kann man halt immer so seine Gebäude upgraden. Oh, da kann ich auf grün heute gehen. Bei mir ist aber auch schon voll upgegradet teilweise. Ja, genau, also teilweise. Es wird aber auch gebaut, oder? Ja, auf jeden Fall oben siehst du ganz groß deine Schatzkammer. Das sind quasi deine Ressourcen. Und Einkommen. Und das Einkommen pro Runde, ne? Ist ja turn-based. Ja. Wir haben übrigens unendlich lange Züge. Aber ja, ich bin hier einfach in Isengard gelandet, ey. Okay. Also. Ogerlager ist, denke ich mal, quasi so das Hauptgebäude. Um das final abzugraden, brauche ich 20 Bevölkerungsüberschuss. Ja. Werden wir, glaube ich, mit der Zeit herausfinden. Bullenstall. Das ist quasi Kaserne. Wenn ich die upgrade, kann ich Ogerbullen und... Also mit Doppelwaffen und Ogerbullen mit Eisenfäuste rekrutieren. Jo, was ist
das denn? Oh, hier kann ich Eisenwänste und diesen billiger. Nice, das muss mein Goal sein. Was denn? Im Westen, in meinem neben, also im Westen so von meinem Lager. Ja. Osten. Osten. Da steht einfach so ein riesiger, krasser. Achso, ein Balrog. Dämon. Ja. Balrog-Drache. Ja, das ist Chaos, glaube ich. Ja, ja, der sieht süß aus, auf jeden Fall. Also, man. Das Spiel ist wohl sowohl für Neueinsteiger als auch für Veteranen echt ganz nice. Ja. Meinte auch Kevin. Kevin ist halt übel der Total War Warhammer-Fan, mit dem, der war gestern hier im Büro. Der geht voll steil. Okay, also ich will auf jeden Fall hier die die Kaserne voll upgraden, weil die Eisenwänste, die kosten ja weniger, wenn ich hier Speck aus Goldzahn habe als Lord. Ne? Schaut ihn euch an. So. Oh, Kavallerie haben die? Was reiten die denn? Riesige Wildschweine wahrscheinlich. Okay, könnte ich auch nochmal hin. Und hier kann ich ein neues Gebäude, da kann ich, muss ich mich halt für eins entscheiden. Fortgeschrittenes Militär, Verteidigung, Infrastruktur, grundlegendes Militär. Das heißt, ich könnte noch eine Kaserne bauen? Nee, ich glaube nicht. Rudelhöhle. Rüllenstall, Zahnrudel. Säbelzahnrudel. Ach, das ist quasi... Nee, Riese. Oh mein Gott. Hier kann ich richtig krasse Scheiße rekrutieren. Also so riesige Viecher. Ich guck mal kurz bei dir vorbei. Einfach ein Riesen. Oder ein Steinjack. Der hat eine Harpunenschleuder anscheinend auf sich drauf. Okay, so viel dazu. So, aber man hat auch hier so ein bisschen, aha, Verteidigung. Da habe ich hier zum Beispiel einen Lagertopf. Ich kann zum Beispiel in meiner Hauptstadt gar nichts mehr gerade upgraden. Wobei doch, ich kann hier was bauen. Genau, also bei mir ist, ich habe halt verschiedene Slots und bei einem kann ich mir noch was aussuchen. Genau, Infrastruktur habe ich auch. Da habe ich so generell einfach hier so zum Beispiel etwas, was mir einfach nur Einkommen ganz stumpf generiert. Ja, das wäre es natürlich gar nicht schlecht. Das ist, glaube ich, richtig. Na, das, dann rampen war schön. Ich kann hier aber auch Fleisch generieren, da weiß ich noch nicht, wofür ich das brauche. Aber anscheinend gewinne ich auch in Kämpfen Fleisch. Also Ogre, anscheinend sehr spezifisch. Ist bei dir irgendwas mit Fleisch? Dass du Fleisch generierst oder gewinnst? Bei Infrastruktur? Ja, da... Vorratskammer Fleisch. Ah, okay. Vielleicht 10 Fleisch generieren, ja. Ah, okay. Und hier Lagerwachstum. Aber Einkommen aus allen Gebäuden minus 50%. What the... Das ist ein Nebeneffekt. Das ist ja... Ist das worth? Ich habe schon wieder meine Hand am Kinn. Ich könnte kotzen, ne? Hier ist jetzt aber auch nicht Echtzeit mit vielen... Okay. Also ich glaube, ich gehe erstmal, ich glaube, ich mache mal Kaserne. Einfach, weil ich Bock habe zu schauen, was ich hier für Einheiten dann hasseln kann. Ja, ich mache das auch. Zack. So, das dauert 2 Runden. Okay. Bei mir nur eine. Ach, krass. Na gut, du kannst jetzt Einheiten rekrutieren in deinem Lager. Du hast ja, wenn du dein Lager anklickst, hast du unsere verschiedene Button. Ja. Und du siehst halt, wenn du da draufklickst, Einheiten rekrutieren, oben unter dem Namen deines Lagers hast du so kleine Kästen. Ja. Bei mir sind es 5. Ja, bei mir sind auch 5. Das heißt, ich kann jetzt hier 5 pro Runde generieren. Oder was? Rekrutieren. Hocken die dann im Lager? Wait, ich habe anscheinend 2 Lager. Lande von Stein und Stahl. Wappensteinwüste habe ich noch. Der lokale Rekrutierungskader beinhaltet Einheiten aus euren lokalen Gebäuden, die nur in dieser Provinz rekrutiert werden können. Oh. Also es gibt so... Aha. Globale Rekrutierung ist nur bei Garnisonierung oder in der Lagerstellung verfügbar. Also, ach so, hier oben habe ich noch, ich habe tatsächlich... Aha. Also es gibt... Guck mal, du hast auch ein Lager und genau. Quasi eine Stadt anscheinend. Genau, ich habe ein Lager und eine Stadt und dann wohl noch irgendwas... anderes. Also das sind so 2, die ich gerade habe. Mehr, ja. Mehr habe ich hier auch nicht zur Auswahl. Und die Region halt, in der man, oder Provinz. Genau, ja. Also ich habe hier Wengchang. Ja. Sind das chinesische Oger oder? Das ist ja krass. Also ich habe jetzt hier ein paar Einheiten, also die Frage ist, spawnen dann die Einheiten in dem Lager und ich muss sie abholen? Ja, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus. Ja, probier's aus. Mhm. Ich guck gerade Details zur Kontrolle. Ich verliere Kontrolle. Ich habe hier eine Korruption, scheiße. Oh, weia. Ja, jetzt natürlich die Frage, nimmt man jetzt zuerst am besten ein Lager ein, einfach um mehr zu haben? Krasse Garnison. Ja, ich gucke mir gerade erstmal noch meine Stadt an. Ja.
Ich habe zum Beispiel, so, mein Gebiet ist die Wapensteinwüste und jetzt sehe ich, es gibt die Hauptstadt Shangyang. Ah. Dann gibt es den Schrein der Alchemisten in dem Reich und Turm von Arschher. Von Arschher. Arschher oder so. Und wenn man die alle vier hat, dann besitzt man die Provinz quasi komplett. Ja, genau. Das ist nice gemacht. Okay, jetzt verstehe ich's. Ich sehe hier auch, also es gibt eine Provinzhauptstadt, bei mir ist das Po Mai. Ja, Po Mai. Die hast du auch noch nicht, ne? Die habe ich noch nicht. Dann gibt es so richtige Drecksfüller meine gerade. Siedlung, Wengchang. Mhm. Und es gibt noch eine andere Siedlung. Die ist aber von Satorels Wachende. Ja, ja. Ist anscheinend aber irgendeine neutrale Fraktion oder so. Nö, aber kann sie ja ändern. So. Ja. Und hier habe ich dann nur 4 Gebäude, also weniger als in meinem Lager. Aber zum Beispiel auch noch mal eine Kaserne. Mhm. Dann, glaube ich, nutze ich das hier. Aber man kann im Lager super viel noch bauen. Das ist ja, genau. Ach, du warst die ganze Zeit auf deiner Stadt, oder wie? Nee, ich habe es schon gecheckt, nur ich habe nicht gecheckt, was diese Städte noch sind, die so zugebunden sind mit Siegel. Wenn man auf der normalen Stadt draufklickt, dann sieht man ja diese 4... Ja. Bei mir sind es 4 Städte und da war ich nicht so sicher, was das jetzt bedeuten soll, aber... Also, ich sehe auf jeden Fall, dass anders als beim Lager meine Stadt halt hier so ein bisschen Struggle hat. Okay. Es gibt halt Kontrolle und anscheinend andere Ereignisse. Also, ich habe zum Beispiel hier eine Korruption am Laufen. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass hier mehr Kontrolle stattfindet. Ich habe jetzt hier... Ah, ja, true. Ne? Ah, links sieht man... Ah, ja, okay. Langsam verbinden sich die Synapsen. Merkst du das? Ja. Also, ihr merkt, ne? Wir müssen uns erstmal ein bisschen reinfinden, aber ich denke, das dauert jetzt noch so 15 Minuten und dann geht's ein bisschen ab. Easy. Okay. Ja, ich würde das mal versuchen, dass ich... Also, ich habe jetzt hier eine Sache. Oh, hier auch noch. Kontrolle +2, Korruption -2, Feuerschrein. Das würde ich mal bauen. Das klingt gut. Eine Runde. So, und dann würde mich interessieren, hier ist jetzt eine Armee, glaube ich, vom Gegner. Eine neutrale Armee. Die steht einfach vor meiner... Nee, das ist nur ein Lord. Bei mir auch. Dem könnte ich Hallo sagen. Wenn du den anklickst, siehst du welche... Achso, nee, der hat tatsächlich keine Einheiten bei dir. Ja. Wenn du deine Einheit anklickst, also dein Lord mit deiner Armee, dann hast du so ein blaues Feld. Das ist so der Bereich, in dem du diese Runde noch gehen kannst. Weil die können nicht unendlich weit gehen. Ja. Okay, ich würde jetzt aber mal rekrutieren. Was haben wir hier? Ich überlege, ob ich mir irgendwo ein Lager einverleibe. Also ich kann... Hier Eisenwänste. Die müssen... Ich verstehe nicht, ich kann in meiner Region, also in meiner Provinz, wo ich nicht die Provinzhauptstadt von habe, rekrutieren. Aber ich... Ja, und dann halt nochmal spezifisch in meinem Lager. Was passiert denn, wenn ich hier die Knoblers in der... Kann ich ja mal machen, die sind billig. Ja. So, wo sind die jetzt? Achso, dauert ein Zug. Ah, dauert ein... Nee, die oben dauern auch einen Zug. So, ich bewege mich jetzt mal auf den Schrein des Alchemisten zu. Heftig. Das ist ein zweites Lager in meiner City. Und schauen wir mal, was passiert. Da steht Sheng Ye gegen. Der hat eine unbekannte Anzahl an Bogenschützen dabei. Den rasiere ich weg. Okay. Ich würde jetzt, glaube ich, hier Tai Tzu wegmachen. Der hat Ungor-Plünderer und Ungor-Herde. Ja, Tai Tzu, den mach ich weg. Das ist meine Stadt. Ja, gut. Achso, Krieg erklären? Nee. Tai Tzu ist meine Stadt. Nein, hier ist ein Typ. Hä, Tai Tzu habe ich doch gar nicht gesagt, oder? Du hast eben Tai Tzu. Ich war so, hä, warum willst du jetzt Tai Tzu wegmachen? Nee, hier ist eine neutrale Armee. Von Fubatgu, ja. Ja, so ein Unfall. Genau, das ist wirklich ein Unfall. Yeah. Also der Name. Den würde ich jetzt einfach mal angreifen. Also ich erkläre mir jetzt den Krieg, du hast meinen Rücken, ja? Abfall. Ja, ich gucke aus der Entfernung zu. Kriegserklärung an Rothörnerstamm. Oh, die sind groß. sind die? Wollen wir beide gegen die erstmal Krieg führen? Die sind nämlich auch südlich von uns. Ja. Klick den auch mal rechts an und klick auf Kriegerklärung, dann passiert noch nichts. Dann hast du erstmal eine Übersicht, was passieren würde. Wenn ich den anklicke... Mit Rechtsklick, mit deiner Armee. Ah. Das kragt der Schlechter. So, Kriegserklärung an Rothörnerstamm. Keine Verbündeten für eine Beteiligung in diesem Disput ausgewählt. Ja, kann ich doch noch ändern?
Ich kann ihn halt nicht mehr anklicken, weil ich gerade drauf bin. Der ist auch nicht in meinem Bereich. Kann ich denn dich anklicken und sagen, ich will Verbündeter mit dir sein? Oh. Nee, warte mal. Bewegung abbrechen. Okay, ich kann doch auf ihn. Aber wenn ich rechtsklick drauf gehe, kann ich ihm direkt schon Krieg erklären. Ja, genau. Und dann passiert aber noch nichts. Nein? Nee. Oh, Diplomatie. Mensch. Diplomatie. Huch. Aha, anscheinend mit WASD switche ich hier rum. Der Angriff auf ein fremdes Eigentum ist ein Kriegsakt. You don't say. Blutschlund, Donnerbauch, Söhne des Berges. Was gibt's hier noch? Das ist Sterzig, Jünger des Schlunds. So. Genau, das bin... Diplomatie initiieren. Alter, Schutzbündnis, militärisches Bündnis. Sterzig? Oh, gerne, ja. Militärische Verbündete schwören sich bei einem erlittenen Angriff oder einem Angriff auf ein anderes anderen Kommandanten oder ein anderes Volk gegenseitig zu unterstützen. Ja, perfekt. Abfahrt. So, Vorschlag heißt das, man kann auch, übermitteln. Rein theoretisch heißt es dann ja auch, man kann auch übel dann Mindgames mit seinen Mates machen, oder? Wenn man das jetzt in einer großen Gruppe spielt. Ja. Wenn man sich so verbündet, ja, kann man halt sagen, ja, du musst mir jetzt helfen, du hast es geschworen. Ja. Und dann sagt man einfach, nope. Oder halt doch. Müsste man, ja, also genau das, ja, jetzt mit den simultanen Zügen. Nach Unterzeichnung eines Handelsabkommens. Ach, wir generieren dann Einkommen? Krass. Ja, stimmt. Oga sind krasse Händler, deswegen kriege ich mehr, haben wir ja gelernt. Kriege ich jetzt irgendwo eine Einladung? Ja, ich schicke dir das komplette Paket. Warten auf Spieler. Rechts unten ist so ein Diplomatie-Symbol. Ja, hab ich gerade gesehen. Du sagst gerade, seht nur, wie viel Fleisch an ihm ist. Darf ich es jetzt nicht zerstückeln? Oh. Kampagnensieg, was? So, Angebot, was? Erzielt 40 Siegpunkte, Mission erteilt. Ach so. Kontrolliert Siedlungen, um Siegpunkte SP zu erhalten und das Spiel zu gewinnen. Jede besetzte Siedlung generiert 1 SP pro Runde. Okay. Egal, jetzt sind wir Verbündete. Mensch. Welch Traum. Mögen die Ogre zusammenhalten. Bist du auch Ogre? Ja, ich glaube schon. Das war jetzt ein Weltereignis. Okay. Gut, ja. Dann würde ich dem jetzt den Krieg erklären. Ja, dann mache ich... Achso, ja, muss ich ja auch dann, ne? Eure Verbündeten. Ist schon mit drin. Super. Ui, Krieg an der Seite der Verbündeten beitreten, klar. Junge, wir sind beide so hässlich, geil. Aber wirklich, ne? Guck mal, ich hab irgendwie so eine random Vox-Schüssel hinter mir. Oh, der fährt da mit seinem Auto hin! Hä, der flieht! Haut ab! Kommst du her? Autojagd! Okay. Geil. Oh, oh, oh! Ist der krass? Also nach Truppenanzahl, ja. Oh. Aber das Ding ist, ich hab ja Ogre. Ja, klar. Ich glaube, da zählt Gruppenanzahl jetzt nicht so krass. Ja, das kann man nicht mehr so vergleichen. Und ich habe auch ein Monster, ein Steinjack. Ich weiß nicht, ob ich dich unterstützen kann, weil ich bin halt nicht da. Ja, ich würde jetzt einfach mal ein Gefecht führen. Okay. Verluste sollten niedrig sein und es sollte ein entscheidender Sieg sein. Ich mach das mal, ja? Du kannst ein bisschen dich durchklicken und Sachen lernen. Warte, was denn? Warte. Ach doch, du kannst, oder? Ja, Team beitreten. LOL, was? Da bin ich. Wie geil ist das denn? Da bin ich. Und Gondor, antwortet. Das ist ja übel geil. Ja, da machen wir den jetzt lang. Ja, bist du jetzt einfach herteleportiert mit deinen Truppen oder spielst du einfach nur mit? Nö, ich bin jetzt dabei. Vielleicht steuerst du auch einfach nur mit meine Truppen, weil du mein, weißt du, weil du als Spieler mein Verbündeter bist. Ich glaube nicht, dass deine Truppen sich herteleportiert haben oder hast dich hinbewegt. Nee. Also ich habe mich überhaupt nicht hinbewegt, nur weil du jetzt in einen Kampf bist und ich versprochen oder geschworen habe, dir zu helfen. Ja. Kann ich jetzt einfach wohl deinen Fights joinen, aber mal gucken, ob ich jetzt was steuern kann oder nicht. Oder ob du einfach ein paar von meinen Einheiten hast, weißt du? Das ist übernice. Ey, Sterzig, vielleicht ist das neue Ding für Mittwochabend, du weißt. So. Du weißt. Oh. So. Und? Hast du deine eigenen Leute? So, andere Spieler können über das Einheiten-Verschenken-Feld Einheiten eurer Kontrolle unterstellen. Du kannst mir jetzt Einheiten geben, die ich steuern soll. So, erstmal gucken wir uns mal den Steinjack an. Ja, bitte. Da sitzt ein Ogre drauf. Oh my goodness. Alter, was ist das denn? Die Artillerie.
Hier sind Junge, die Ogre. Die Artillerie, sieh mal, Junge. Alter, Junge, okay. Mit diese hässlichen. Junge, das sind halt wirklich. Die haben aber echt so einen asiatischen Touch, oder? Die ganz also, rechten von dir, die Einheit, ja. Die haben so. Mit so. Ich sag mal. Ich bin ja jetzt kein kultureller Experte oder so, aber so die Frisuren und die Bärte. Ja. Erinnert mich schon. Weil manche auch Glatzen haben. Ja. So, dann haben wir hier die Grünhäute. Kleine Goblins, liebe ich ja. Liebe ich immer, auch bei Magic. Ey, geil, die haben auch richtig Bauch. Ja! Das war ein weirdes Geräusch. Wie gesagt, ich kann nichts machen, du kannst mir halt Einheiten. Junge, der hat einen Basie. Geben. Ach nee, doch nicht. Okay, das ist so ähnlich. Ja, genau, ich wollte mir nur erstmal alles angucken. Also, ich würde dir die Grünhäute geben. Ja, dann gib mir mal die Grünhäute. Wie mache ich das jetzt? Unten links. Steht Einheiten verschenken, glaube ich. Ja. Ansterzig. Nice, jetzt habe ich vier. Es sind jetzt diese kleinen. Die kleinen, kleinen Arschlöcher. Ja. Ja. Okay, die steuere ich. Passt zu mir. Ey, mein Typ hat halt wirklich ein Auto. Das ist jo, der fucking Weihnachtsmann. Es hat wirklich. Ja. Vor allem, guck mal, diese zwei kleinen Goblins hinter deinem Wagen, die so das Gold halten. Stimmt. Ach so, er hat ja gar keinen Motor, die schieben einfach. Er hat einfach so ein so ein riesige Fleischkeule. Kennst du diese krassen Bike? Der hat gerade übel gefurzt. Kennst du diese richtig heftigen Motorräder, aber mit drei Rädern? Ja, ja, ja. Daran erinnert mich das Teil. Ja! Die Stelle muss ich mir später nochmal angucken, wie wir beide völlig aus dem Häuschen. Er hat gefurzt. Also, ich würde vorschlagen, haben wir eine Ansicht, wie die Gegner aufgestellt sind? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Pass auf, die haben viele, die haben Masse. Ja. Ich würde vorschlagen, du hältst die rechte Schlucht. Ja, okay, dann gehe ich dahin. Und ich gehe mit meinen Truppen, mit meinen Ogern, genau, stopfe ich links und rechts. Und ja. Der Steinjack, den lasse ich richtig vorrücken, richtig schnell in der Mitte und der eröffnet das Feuer auf die Viecher. Ja, geil, was da auch immer kommt, warte mal. Steuerung 2, Steuerung 1. Ne? Sterzig, ne? Ja, 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 kopieren. Okay. Gut, was haben wir unten noch für wichtige Sachen vielleicht? Kann ich mir nochmal angucken. Der Lord hat eine legendäre Fähigkeit, Titanenzepter. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden, 75%. Bonus gegen große Feinde. Oh, 24. Hält 21 Sekunden an. Das heißt, es ist ein Buff. Und er hat einen Debuff. Ich will nur ganz kurz darauf hinweisen. Fluch auf den Gegner. Ja, gerne. Oben in der Mitte, neben der Zeit, sehen wir unseren Vorteil, der ein wenig ja. Ne? So, Rothäut-Stämme. So, Abfahrt. Ja, let's go. Aber wir sehen sie noch nicht, weil wir noch keinen Sichtkontakt haben. Ja. Geh, beweg dich. Ja, ich bin nur. Schwing die Peitsche! Unterwegs. Jo, das wird so eine heftige Schlacht. Alter, aber auch gute Grafik. Ey, dafür. Ich bin immer beeindruckt schon, ja. Von Total War, weil man muss erstmal das flüssig hinbekommen, dass so viel Truppenbewegung stattfindet, wo man. Die ja auch nicht nur ganz klein. Da, Junge. Also man kann ja auch wirklich richtig nah dran und dann sieht das ja richtig gut aus. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Das ist nicht einfach nur so top-down und mal gucken. So. Weißt du, meine kleinen Goblins da gerade. Da, da ist was. Das. Ach, der ist Nahkämpfer? Ich dachte, der hat eine Harpune. Oh. Nö, der rennt da jetzt rein und schlachtet alles weg. Ja, gut, dann volle Attacke. Das ist die einzige Gott! Nee. Der hat einen Ansturm! Okay, meine kleinen Goblins kommen. Alter. Und die Ogre. Junge, die Spieldiener! Junge! Was? Okay, rücke vor. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Overkill war, dass wir jetzt hier. Naja. Junge, die hauen schon rein! Ja, die haben keinen Bock. Oh, Alter. Kann ich auch verstehen. Ja, ich auch. So, fall in seine Flanke, komm in die Mitte. Ich bin unterwegs. Mein Steinjagd darf nicht sterben. Ich habe halt so kleine Beinchen, weißt du? Ja, ja, ja. Alter, der hat aber Bock. Junge, und der Lärm. Boah, Alter, wie die Ogre da durchflügen. Ist das unfair. Ey, aber ich hoffe, man kann einstellen in den Optionen, dass die Fahnen irgendwie kleiner sind oder. Ja, kann man. Ja, okay. Boah, Alter, die fliegen teilweise 100 Meter weit weg. Vor allem, die bleiben ja dann auch liegen, glaube ich. Oh, jetzt kommst du durch die Büsche. Ja, ja. Mit meinen kleinen Beinchen. Mal sehen, ob noch was übrig bleibt, ehe du da bist. Alter, wie die Scheiße. Alter!
Der hat gerade eine Charge-Attacke, der ist einfach komplett durchgeflogen. Ich habe es gesehen. So, ich fall den dann mal in den Rücken, ja? Stech sie ab, stech in den Rücken. Stech sie ab, Sterzig. Komm dir rein, Maden! Rein! An die Arbeit! Arbeiter! Jetzt will ich abstechen, komm, stech ihn ab. Komm, Mädels! Ja, nur so. Ja, wie die Bocker. Boah, Alter, oh, ich erwisch dich aus Versehen auch. Junge. Junge, stech sie ab. Ey, Alter, kann es sein, dass du die nicht angegriffen hast? Du schlägst mir den Ogre noch die Goblins weg. Ja, ja, eben. Ey, aber ich glaube, du hast... Die sind stuck. Die... Oh! Ich glaube, du hast die Truppen dahin angevisiert, deswegen... Weil die stechen nicht zu, oder? Ich weiß nicht, nee, ich hab den Angriff gedrückt. Okay. Ach, lol. Ach, lol. So, was macht mein Auto? Ey, fahr da mal durch. Ich wollte gerade sagen, das Auto. Okay, ich aktiviere mal seine krasse Fähigkeit. So. Wo bist du? Ja. Ach, da. Kann der Ogre da mal durchfahren? Ja, aber... Alter! Okay, wir greifen die Bogenschützen an. Komm, Jalla, Abfahrt. Wir müssen hier auf der einen Seite auch den Boss killen von denen. Biker-Action. Und los geht's. Alter, mit Fullspeed, ey. Ja, ich glaube, der müsste übel die Charge-Attacke haben, könnte ich mir vorstellen. Aber die Goblins können ja auch nicht mehr machen als das, sind wir ehrlich. Na, warte mal. Vielleicht geben die jetzt... Oh, er hat aber richtig Bock. Er hat richtig Erwartung. Überall stecken Pfeile in ihm drin. Oh! Richtig Drive-By. Alter. Ist ihm auch scheißegal. Ach, Mann, so, ey. So, Drecksplan. Junge, ist das dumm. Das ist, also, es sind aber Spirit Animals, die Ogre, muss ich sagen. Ja, oh, der ist auch meanwhile am Fressen. Jetzt hau die weg, die Scheiße. Okay, wie sieht's denn? Ja, wir müssen den Boss halt killen, glaube ich. Ja. Oder der muss aufgeben. Ja, dann lass mal meinen Steinjack ran. Alter, die armen Goblins. Ja, jetzt zieh die Goblins mal weg, die sterben jetzt sonst alle. Nee, nee, die sterben gar nicht, ich habe erst einen verloren. Echt? Ja. Okay, dann ist das, okay, Sieg. Oh, heilige Scheiße, ich bin gerade so overwhelmed, das war ja übergeil. und das meine ich so bei Total War, Rome oder so, was auch geil ist, hast du halt nicht ja. Diese Freiheit ja auch beim Game Design, sag ich mal. Alter. So, guck mal, die Ogre jagen die noch richtig vom Platz, Alter, jetzt gibt's noch Ackermatch nach der zweiten Halbzeit. Die liegen ja auch einfach, die liegen auch teilweise einfach einen Meter weit weg von da, wo sie eigentlich gestorben sind, die Leichen, die sind einfach weggeflogen. Junge, also Alter, die Rot... Das war Wiederholungsspeicher. Also ich glaube, die Rothautstämme, die sind schon jetzt komplett demoralisiert. Ja, das ist ich glaube, wenn der nach Hause kommt... Ne, stell dir vor, der Chef von dem, genau, zu seiner Frau, so, ja, war ein Scheißtag. Ja. Aber auch gleichzeitig so geht er dann hin zu seinem Meister, König, whatever, und sagt dann so, ja, da war halt so ein Typ mit einer Krone, richtig mit so einer Hackkeule in der Hand. Und der war hat auf dem Motorrad gefurzt. So zwei Goblins, da ist er. Das war nett. Ich habe Fleisch erhalten. Oh geil, zwei. Ja. Zwei hab ich Fleisch. Auch irgendwas bekommen dadurch? Jetzt habe ich 52 Fleisch. Ach, das ist da. Entscheidender Sieg. Ja, die hat Achso, Lösegeld für zu Fleisch verarbeiten. Oder Gefangene auffressen. Ja, ich fress die auf. Ich hab die aufgefressen. Aber da steht jetzt auch... Ah, hier steht. Rothornstamm ausgelöscht. Okay, also ich... Warte, ich habe eine Waffe erhalten. Von der Fraktion Schwert des Haders. Von der Fraktion bleibt nur das schallende Gelächter und der... der dürstenden Götter. Ja, heftig. Wir haben gerade einfach einen ganzen Stamm ausgelöscht. Okay. GZ. Alter, dahin gibt's Stadt der Affen. Ja, nehmen wir nur ein. Folgendes. Ich habe jetzt entdeckt, wo man in Erfahrung bringt, was Fleisch bringt. Übrigens, ich bin auch ein Level up. Alter, die leveln, Sterzig. Mein Lord. Speckos Goldzahn, ja. Aber wo war nochmal das Inventar? Genau. Komme ich auch gleich zu. Aber jetzt erstmal Fleisch. Wenn ich meine Armee anklicke, ist da drüber so ein Fleischsymbol. Wenn ich da drauf habe, muss mal bei dir gucken. Steht ja. Da nämlich Fleisch. Sämtliche Armeen der Ogre werden durch Fleisch ernährt. Alter!
Und deswegen habe ich die auch gerade aufgefressen. Durch Lager, Siedlungen und ausgetragene Schlachten erhaltet ihr Nachschub und Überschüsse können dem großen Schlund geopfert werden. Ich glaube, das sind die Fraktionen teils sehr spezifisch. Wir haben nur beide Ogervölker, weißt du? Ja, ja, ja. Deswegen sind halt auch die auch nebeneinander. Fleisch, ja. So, und ich habe jetzt durch Schlachten 2 Fleisch erhalten. Keine Ahnung, wie viel das ist. So, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, meine Cam zu drehen und ich weiß nicht, wie ich die zurückdrehe. Ach, mit E und... Genau, mit E und in, ja. Bei mir ist es genauso gewesen. Ich war auch eben so. Hm? Und hoch und runter? Naja, gut. Also so, ich würde es gerne ein bisschen kippen, aber ist egal. So, ja. Geht bestimmt auch irgendwie. So. Jetzt klicke ich Speckus Goldzahn an. Ich glaube, wir müssen erstmal unsere Runde beenden. Nee, Inventar wollte ich nochmal gucken. Ach ja. Das war in der Prolog. Auf den Charakter und dann ganz unten links Charakterdetails. Aha! Mein Typ ist echt nicht schön, ne? Also, er hat an seinem Nippel... Ach, krass! Mein Typ hat an seinem Nippel ein... Scheiße. Schädel hängen. Ach du Scheiße. Na gut. tatsächlich, diese Fähigkeit in-game, was ich vorgelesen hatte, Titanzepter, diese Fähigkeit wurde durch meine Waffe definiert. Also ich kann jetzt eine andere Waffe nehmen und dann habe ich eine andere Fähigkeit. Oh mein Gott, es gibt auch einen Fähigkeitenbaum. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden, Bonus gegen Feinde. Genau, das ist die aktive Fähigkeit. Aber generell macht die Waffe, dass ich weniger Unterhalt zahlen muss für alle Einheiten. Mhm. Einkommen aus Beute nach der Schlacht um 10% erhöht ist. Rekrutierungskosten um 10% reduziert sind. Alter, Bonus gegen Infanterie. Okay, ich habe aber noch... Ach so, das ist ausgerüstet, okay. Ich habe aber jetzt eine grüne Waffe bekommen. Die ist aber Schmutz. Kann ich die verkaufen oder so? Schrott, ja. Geil. Schrott. Ich habe gar nichts. Und man... Ja. Und ich habe Lagerfeuer-Geschichtenerzähler. Also es gibt da so Unterstützung. Das sind, glaube ich, so eine Art Berater oder so. Mhm. Okay, Fähigkeiten. Mashallah. Also oben sind, glaube ich, so generelle Fähigkeiten. Und unten sind die, die man im Spiel, im Gefecht nutzen kann. Bin ich mir fast okay, sicher, aber okay. I don't know. Und so wie, was gebe ich dafür quasi aus? Also wie lerne ich die? Oben rechts Fähigkeitenpunkte 5. Sammelst du wahrscheinlich durch Leveln einfach. Aura, Größe, Führerschaft, diplomatische Beziehung plus 30 mit Ogerkönigreichen. Nahkampfangriff. Aha, unaufhaltsame Kraft. Geschwindigkeit plus 5% und Angriffsbonus. Ja, Alter, dann hat der... Mehr Speed. Unter der Haube. Da steht da so ein dritter Gnom hinter. Einheitenerfahrung pro Runde ist aber auch geil. Auch nicht übel. Ach, Einheiten leveln auch. Ja klar, das ist ja bei allen Total War oder bei vielen so. Oh, unten kannst du auch Söldner. Bewegungsreichweite plus... Also ich mache jetzt erstmal das. Ja. Marschiere aber auch gut, dann kann ich mich weiter auf der Karte bewegen. Das ist, glaube ich, strategisch betrachtet auch ultra gut. Aber, also ich kann jetzt hier so ein bisschen gucken, will ich ihn krass buffen als Einheiten, dass er halt auch richtig Damage macht? Okay. Dann mache ich noch Marschiere. Das sind die ganze Zeit solche, okay, Momente. Okay. Geschossresistenz 10% klingt auch stark. Oh Gott, das geht ja noch viel weiter. Ja, zumindest ein bisschen. Ach du Scheiße. Okay. Da mache ich jetzt Bullenangriff. Ach, da kann ich 3 Punkte reinknallen. Yes. Aber ich will die Bullen gar nicht so krass durchbuffen. Ich will die Eisenwämse oder so. Die Eisenwänste. Wämse. Temse, ne? Hab ich. Hier, da will ich hin. Oh mein Gott, da habe ich jetzt falsch. Kann ich respecken? Scheiße. Gut, die will ich durchbuffen. So, aber hier zum Beispiel Rekrutierungskosten reduziert, Einkommen durch Überfälle, Einkommen durch Ausrüstung. Ja, also so, das mache ich. Geil. So. Was mache ich jetzt? Ich kann jetzt hier Schrein des Alchemisten einnehmen. Die haben nur... Kannst du das noch mit deinem ersten Zug? Ja, die haben 8 Garnisonen. Aber...
Ich sehe nicht, wie viele. Aber ich kann mir erstmal nur... weiß ich nicht. Ich glaube, da warte ich noch. Ja, gut, ich kann mich ja... Ich kann ja helfen, rein theoretisch. Aber ja, muss ich, glaube ich, dann doch auch da sein. Genau. Ich würde einmal ein bisschen zurückfahren mit dem Moped. So. Ich wollte jetzt einmal ausprobieren, Rico. Wir machen gleich Endturn. Was jetzt der Unterschied ist zwischen Land von Stein und Stahl rekrutieren. Ich werde jetzt einfach hier mal Ogre-Schweinereiter rekrutieren. Dann habe ich Kavallerie. Okay. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das aussieht. Ja, ich mache jetzt... Achso, Technologie. Gibt's auch noch. Unrechts, falls du es gesehen hast. Forschung verfügbar. Oh. Okay. Lagerwirrwarr. Bevölkerungsüberschuss 1 für neu errichtete Lager. Nice. Lagerlimit plus 1. Armeefähigkeit zerstückeln. Zerstückeln macht. Es ist ein Fluch auf dem Bereich. Also, das mache ich auf Gegner. Krass. Aber was ist denn eine Armeefähigkeit? Hat dann jeder. Alle meine Truppen diese Fähigkeit? Das wäre komplett busted, oder? Vielleicht auch nur eine bestimmte Einheit. Dann ja. Okay. Dann Verträge, Diplomatie, Zielvorgaben. Okay, ich würde Endturn machen. Abfahrt. Willst du noch was machen? Nee, ich bin schon... Kämpfen oder so? Oh, jetzt passiert alles andere gerade. Ja. Ey, die ziehen gegen meine Stadt. Nee, wer ist das? Ich seh's gerade, der geht dann vorbei, glaube ich. Oder? Ja. Oh, ja. Oh, 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 oh. Oh, jetzt aber aufpassen, Temtras. Okay. Jetzt sind die dran. Der soll sich verpissen, richtig so. Bei mir passiert nichts. Aber haben wir jetzt den Krieg gewonnen, oder? Also, wenn wir die ausgelöscht haben? Okay. Geil, Lagerwirbel so. Erforscht, genau. Okay, ich kann wieder gehen. Ich würde jetzt tatsächlich auch Richtung Schrein des Alchemisten gehen. Wobei, der wird gerade angegriffen, oder? Nee. Genau. Ich würde, glaube ich, Richtung Schrein des Alchemisten gehen. Wo ist der? Da, wo wir eben waren. Ah ja, wollen wir zusammen belagern? Ich kann mal gucken, ob ich hinkomme, ja. Aber ich habe hier ein bisschen Schiss, hier ist einer vor meiner Stadt, aber na gut. Ey, warte mal, ich habe doch Truppen rekrutiert, wo sind die denn jetzt? Sind die in meiner Armee automatisch? Nee. Wo finde ich die? Doch, die sind in meinem Lager. Echt, wo findest du das? Du klickst dein Lager an. Ja. Hier kann ich auch einen Kommandanten rekrutieren. Und dann klickst du auf einen rekrutieren und ganz unten steht... Dein Lager und was da so drin ist. Die Truppen. Wie wäre Lager? Ja. Also du klickst auf dein Lager. Ja. Dann sind ja unten verschiedene Reiter. Ja. Unter anderem Einheiten rekrutieren. Da klickst du drauf. Ja. Ah, okay. Ah, oh, das ist ja einiges. Genau, und da kannst du einmal aus deiner Stadt und aus deinem Lager, glaube ich, rekrutieren. So würde ich das jetzt interpretieren. Und unten siehst du, was in deinem Lager oder das, was du gerade anvisiert hast, angeklickt hast, drin ist. Ich hab Bleisprung. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss die aber abholen. Ich glaube, du musst die abholen. So war das, glaube ich, bei einem anderen Total. Ja, genau. Okay, dann würde ich meine Kavallerie mal einpacken. Ja, aber hole ich die auch ab? Ich hab eigentlich. Ja. Hä? Aber nee, gut, je mehr man aber auch dabei hat, desto mehr Fleisch brauchst du, oder? Glaube ich. Kann das sein? Finden wir raus. Ach, hier sind Eisenwinste, okay. Ach, da ist aber... Ich habe da noch einen Kommandanten drin. Raufbold Gallenblase. Gut. Scheiße. Ja, dann mache ich den Trupp jetzt voll, glaube ich. Dann packe ich noch hier die ein. So, jetzt habe ich eine große Armee. Okay. Ach, gegen die kann ich jetzt auch Krieg erklären. Okay, aber... Mir fehlt so ein bisschen gerade das Feedback, aber weiß ich jetzt vielleicht einfach nur nicht, wo ich das finde. Also wir haben diese Rotbullen jetzt, Rothäutlinge, Stämme, Haupt, die haben wir weggemacht. Ja. Aber war das einfach nur so ein Trupp, der in der Gegend rumstand? Bei der Kriegserklärung sah das so aus, als ob das eine ganze Region ist, die Krieg gegen uns macht. Vielleicht war das so einfach nur so ein random Volk. So vielleicht haben wir gerade einfach ein richtig friedliches Volk ausgelöscht, die sich nur gewehrt haben. Ja. Ja. Ich guck gerade, haben wir eine Übersicht? Habe ich eine Übersicht? Negativ, positiv ausgewählt gegenüber der Fraktion. Okay. Sehe ich irgendwie, mit wem ich im Krieg bin? Ich glaube nicht. Krieg. Naja, scheiß drauf. So, zack.
Okay, dann würde ich jetzt zu Schrein des Alchemisten vorrücken. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich so weit kann, aber... Ich leider nicht. Oh, was jetzt? Ich kann hin. Okay, dann warte doch noch, bis ich da bin, oder? Nächste Runde wäre ich... Oh, nee, warte. Doch, ich glaube, ich kann da hin. Ich mach mal, ja? Ja. So. Ich habe jetzt noch nicht... Oh. Abfahrt. So. Jetzt. Nein, 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 ich war noch nicht da. Oh. Kann ich es abbrechen? Junge, hast du. Was hast denn du hinten dran? Ich weiß, es ist das so ein Kessel. Du ziehst die ganze Zeit ein Beyblade mit dir rum. Das ist einfach ein Kessel. Ja, was? Ja. Ich könnte es jetzt umkreisen oder Gefecht führen. Umkreis, belagern. Aushungern. Und dann stoße ich dazu. Okay, mach ich. Ich hab's jetzt umkreist. Ja, aber ich. Also, hier ist der blaue Bereich, aber irgendwie. Ich glaube. Ja, wenn deine Leiste ganz links leer ist, kannst du nicht hin. Mein Typ ist blau. Ah ja, stimmt, die. Das ist halt die, wie weit du gehen kannst. Gut, dann mach ich jetzt einfach Endturn. Ja, same. Achso, ich kann nur in der Stadt was bauen, oder wie, oder was? Ja, mach ich hier, Stufe 2. Endturn. Geil, ist wie bei Civ, dass man dran erinnert wird. So, schauen wir mal, was alles so passiert. Genau, die westlichen Provinzen. Bei dir oben steht so ein Goblin. Ah, der haut jetzt ab. Ciao. Ja, Goblin ist es glaube ich nicht, aber ja. Auch die ganze Zeit dieser Trommelding, ne? Ja. Ah, da ist unser Feind. Gut. Okay. Ach shit, da war gerade die Forschung fertig. Ich komme jetzt angedüst. Nice. Aber ich bin noch nicht dran. Ich kann irgendwie nicht draufklicken. Kannst du nicht? Nee. Ah! Ah, nee, jetzt hätte ich dich angreifen können. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in der Schlacht joinen würde, weil ich halt genau dran stehe, weißt du? Ich weiß es halt auch nicht. Ich kann mal... Kannst du denn, wenn du auf deinem Charakter bist und die Stadt anklickst, kannst du dann angreifen? Nochmal, sorry. Ich hab grad also was wenn gelesen. Du dein, wenn du deine Armee auswählst und dann über die Stadt hoverst, dann ist nichts, ne? Nee. Aber hier steht gerade, ich kann. Ach, jetzt doch, du bist dabei. Geil. Bist dabei. Ja, weil ich einfach in der Nähe stehe, dachte ich mir. Ja, wollen wir die dann wegmachen? Warte mal, da ist gerade so ein Fleischding, Gelage vor der Schlacht. Wir können Fleisch fressen. Größe des Gelages vor der Schlacht erhöhen. Wir können fressen und dann kriegen wir. Guck mal, Boni. Wenn wir jetzt richtig uns ein bisschen was genehmigen aus deinem Kessel und ich habe auch was auf dem Wagen. Ey, Junge, dass wir ausgerechnet Ogre spielen, das sind einfach die ekligsten Reuden-Lords auf Erden. Ja, ja, 10er auf Geschwindigkeit, Einheitenmasse und Angriffsbonus, ja, oder? Ja, Abfahrt, ich mache auch ein bisschen was passiert. Ja, wir sind halt hoffnungslos. Die haben keine Chance. Die haben keine Chance. Aber Junge, wir kommen in eine Ogre-Armee, das ist halt lächerlich. Ich will es einfach machen. Gefecht führen? Oder? Ja. Ich würde es einfach machen. Ja, also, dass wir müssen du einfach ja auch einen Kessel durch die Wüste ziehst. Ja, da ist auch so ein richtiger Haufen Blut. Ich dachte, meiner wäre cool. Hast du mal meinen Nippel gesehen? Jo, du hast einfach einen Gulasch-Top dabei. Mhm. Hast du mal meinen Nippel gesehen? Jo, Belagerung mir jetzt. Ich bin so gespannt. Wir greifen aus zwei Richtungen an, das riecht nice. Ah ja, tu mir. Ach ja, du unten links mit deinem Riesensiegel und ich bin so eine kleinere Armee. Ja, ich habe ja auch aber komplett, ja, du musst anscheinend wirklich daneben stehen, damit ja, die Armee Sinn. Dann auch joint. Das ist ja. Aber echt ganz geil. Ja. Aber ich finde es dann auch wiederum geil, wenn ich halt nicht dabei bin. Dass man trotzdem halt zusammen spielen kann und der andere nicht so wartet. Ja, ja. Das ist halt richtig geil. Also nicht nur simultane Züge jetzt möglich. Ich weiß halt nicht, was in den Vorgängerteilen auch schon möglich war. Ja, für mich das halt jetzt so jede einzelne Mechanik halt cool. Yes. So, geile Stadt. Alter, ja. Alter. Schick, schick. Reißen wir ein. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, was meine Armee so hat. Ankunftszeit der Verstärkung. Okay, 2 Minuten. Oh mein Gott. Ich bin noch nicht da. Ich bin erst in 2 Minuten da. Nach Start. Echt? Weil du Verstärkung bist wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Warte, ich komme. Genau, deine Truppe sehe ich. Was denn? Oh ja, ich will auch deine Truppen mir angucken.
Das sind so richtig weirde Oger auf allen Vieren. Echt? Die so durch die. Ja. Das sind so. Hä, hey, die rubbeln sich auch richtig auf den Boden. Ja, die haben richtig Bock. Ach, du hast sie umgestellt. Die haben richtig Bock. Also, was ich jetzt machen würde, ist. Ich glaub, oh, Junge, du hast so Goblins, die richtig zwei Messer haben und. Alter, die haben richtig Bock. Die schreien richtig rum. Ja, ich würde da jetzt einfach frontal reinrennen, bin ich ehrlich. Warte, ich will mir erst deine Leute angucken. Da ist der Kessel, Junge. Jetzt guck ich mir deine Nippel an. Oh, ja. Ja. Alter, du bist richtig Evil Dead-Style. Du hast einfach keine Hände. Ja, ich hab Haken und Messer. Und ah, okay, du hast aber auch normale Oger. Und du hast so Säbelzahnlöwen. Jo, und die Goblins machen so einen Lärm. Ja, ich würde da jetzt einfach reinrennen. Ja, aber meinst du nicht auf mich ein bisschen warten, 2 Minuten und dann. Ach so, die Zeit läuft jetzt schon. Nee, erst ab Gefecht starten. Dass du halt draußen die meinetwegen kommen lässt. Ja, ich drücke jetzt mal Gefecht starten. Ja, ich auch. Okay. Hey, wir greifen einfach. Ich glaube, der Kontinent ist so asiatisch angehaucht, kulturell betrachtet. Ja, das kann sein. Guck mal, da oben schweben einfach Türme. Lol. Ja. Krass. Gut. Wir machen es so. Ich rück mal ein bisschen nach vorne. Ich glaube, die ich habe da, das ist so Kavallerie so ein bisschen. Weil 1,5 Minuten bin ich da. Wie die da lang kriechen, ey. What the fuck? Achso, ich kann auf die Map klicken. Alter, ja, das ist wirklich so Kavallerie. Die sind ja übel schnell. Alter. Imagine, du hast so eine schöne Stadt, ne? Und dann kommt so eine Scheiße angekrochen. Ja. Yeah. Also ist ja auch kacke. Die einfach nur alles töten wollen. Ist einfach unangenehm. So, aber... Ich sehe auch noch keine Gegner. Ja, man hat aber auch geringe Sichtweite nur. Ja. Du kannst ja mal deine Löwen reinschicken als Scouts oder so. Ja, dann schicke ich mal eine Löwentruppe rein. Oh, die schießen schon auf dich. Ah, shit. Vom Turm hier. So ein Bambusturm. Durchstoßturm. Ich gehe mal rein. Ah ja, von da ganz oben. Ich gehe mal rein. Ja, ich gehe mal rechts rum. Schauen wir mal, ob da irgendwas chillt. Ich guck gerade, wo ich... Ich werde ein bisschen flankieren, aber trotzdem da in der Nähe sein. Ja. Dann nehmen wir erst das südliche Viertel ein. Und dann gehen wir... Ach, die bauen auch, glaube ich, Verteidigungsanlagen. Tatsache. Oh, die bauen ein paar Barrikaden und so. Krass. Das ist aber auch cool, dass man da auch ein bisschen Druck hat, wahrscheinlich aktiv zu werden als Angreifer. Ja, ich mache da jetzt mal die Barrikade kaputt. Ich gehe da jetzt mal rein. Ach, rechts habe ich Armeefähigkeiten. Auf der rechten Seite. Ah. Verstückeln. Ah ja, das sind Barrikaden. Aber da greife ich von der anderen Seite an. Ja, ich stoße da jetzt erstmal durch. So, 3 Sekunden. Mhm. Da sind wir. Das ist aber auch geil gemacht, weil du bist ja nur ich aber es sind noch nicht alle da. Ach doch. Oh, ja, da sind die Schweinereiter. Also ich glaube, es sind Schweine. So, erste Barrikade kaputt. Okay, ich gehe da gerade rein. Kommt immer mehr. Ja, ich glaube, die haben keine Chance. Das ist halt gemein von uns. Ziel ist es, glaube ich, für uns, dieses Hauptding da oben einzunehmen. Ne? Bei ja. Immer. Es kommt immer mehr. Fettest, strongest. Boah, Alter, ist das ekler. So richtig friedlich, alle leben so harmonisch miteinander und dann kommen diese ekligen, stinkenden, auf allen Vieren laufenden Urga und nehmen deine Stadt ein. Das muss richtig belastend sein. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich gehe mal hier oben, linke Seite hoch. Und da oben sehe ich schon Einheiten. Ach du Scheiße. Guck dir mal meine letzten Einheiten an. Die haben einfach Kanonen in der Hand. Warte. Ach so, ja. Ne? Ach so. Der Klassiker. Junge, was auch für schöne Wiesen. Ja. Ist uns egal. Denken die wirklich, das interessiert uns? Da kommen Feinde. Das sind richtig geordnete, so richtig schöne Samurai-mäßige... Die kriegen so auf die Fresse. Ja. Die haben so ihr ganzes Leben trainiert dafür. Wir wurden eben aus dem Schlamm gezogen. Und jetzt kommen Wildschweine riesengroß. Ja. Wir wurden gerade eben aus dem Schlamm gezogen. Und rein. So. Ich nehme gerade oben die andere Seite an. Nein, glaube ich. Glaube ich. Oh mein Gott!
Aber es sind halt Speere. Ich glaube, die sind schon noch effektiv gegen meine. Nee. Ja, ein bisschen aufpassen würde. Oh mein Gott, es sind einfach mehr Oger, als die normale Soldaten haben. Das ist meine nicht fair. Meine Löwen sind einfach genauso groß. Oh mein Gott. Wo kämpfst du gerade? Ach, du bist schon oben drinne. Alter, guck mal, die stampfen einfach nur auf den Boden. Die verprügeln die einfach mega. Das sind einfach die übelsten Gorilla. Ja, das sind halt legit Gorillas einfach nur. So, macht sie nieder. Ich hab das Gefühl, wir sind einfach richtig overpowered. Ich meine, was will denn so, was wollen denn so ein paar Kavallerie-Leute gegen solche Oger anstellen? Ich marschiere halt so krass in diesen Laden ein. Ja, ja, ich sehe das. Das ist einfach nur unfair. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen für die. Ich gehe schon mal ins Zentrum. Hab den nächsten Punkt eingenommen. Wo ist denn mein Chef hier? Da hinten. Ja, mein Chef macht gerade richtig entspannt. Der oh mein Gott. Okay, sie leben noch, aber das hat die Formation richtig gebumst. Oh, weia. Jetzt dreht er um. Mach mal rein. Alter, hast du es gesehen? Aber wie haben die denn dagegen eine Chance? Das geht doch gar nicht. Das, ja, aber also Respekt. Ja, ich hab Respekt, dass sie es versuchen. Ja, dass die halt wirklich da einfach so. Das ist ja eher gut, die Renault-Insel. Die ist halt schon ein bisschen ist schon dämlich. Alter, richtig mal richtig in den Rücken rein mit dem Ochsen. Junge, er macht jetzt Clothesline. Okay, nicht. Ja, die ziehen sich gerade ein bisschen zurück, aber. Ob das jetzt so viel bringt? Das machst du jetzt kaputt. Junge, Alter. Die haben noch keine Chance. Guck mal, wie klein die sind. Okay, der hat das einfach durchbrochen. Oh, dahin sehe ich irgendwas von denen wegrennen. Ach, Pferde haben die auch. Das ist halt wild. Ah, du hast auch die. Ja, ich mache hier unten gerade auch ein bisschen Infanterie weg. Die geben aber auch schon auf. Das ist einfach nur gemein. Ja, ich gehe jetzt auf so einen Punkt. Ich glaube, dann haben wir einen taktischen Sieg, könnte sein. Ja, es ist echt so ein bisschen Herrschaft auch, ne? Ja, ja. Man kämpft echt um die Distrikte. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt das, was du jetzt gerade einnimmst, ja. Dieser Hauptpunkt ja, da. Ja, ja. Aber ich habe halt noch so diese anderen Vorratsdinger. Ich weiß nicht, was es genau bringt. Vielleicht Boni oder so. Kann man drüber hafern. Generiert für das kontrollierende Bündnis Vorräte und steuert die Verteidigungsanlagen. Also es gibt tatsächlich einfach das heißt, du übernimmst auch die Türme und alles. Ja, geil. Oder zerstörst sie halt, ich glaube. Okay, einen Punkt haben wir noch nicht. Okay, wir haben aber noch nicht gewonnen. Ja, dann würde ich meinen Chef einfach mal ein bisschen kämpfen lassen. Ja, dann. Ich gehe mal zum letzten Punkt hin. Ach ja. Alter, ey. Meine Fresse. Ja, ist unfair. Ja, wir haben die halt ein bisschen überrannt, würde ich mal behaupten. So ein Zufall. So ein Zufall. Ja, ich habe hier draußen noch ein paar Jungs. Also, man muss aber auch sagen, die Oger sind schwer zu steuern. Also, die teilen sich sehr auf, weil die jetzt sehr groß sind. Ja. Wenn man viele Ogers hat, dann gibt es auch viele Action. Viel Ogers gleich. Ich habe halt von meinem Vieh so eine Fähigkeit, von meinem Steinjagd, das scheppert auch richtig rein. Das? Ja, ich sehe es gerade, Mensch. Und jetzt kommen die Oger und knüppeln die komplett weg. Alter. Alter, sind so die. Alter, die spielen Baseball mit denen. Das ist einfach so auf die Fresse. Stell dir mal vor, da gäbe es jetzt nur irgendwie so. Eine Ü18-Version, dass sie halt richtig zerfetzt werden auch. Boah, das wäre auch. Aber das auch zu animieren, ist glaube ich. Hat glaube ich keine Antwort. Nee. Sieg! Wir haben es geschafft. Das war's. Es war einfach nur unfair. Das war wirklich unfair.
Gut, ich würde das Gefecht beenden. Gutes Spiel. Dass man immer die Wiederholung speichern kann. Aber ist irgendwie auch cool. So, jetzt können wir halt entscheiden, was wir wieder mit denen machen. Essen. Ja, guck mal, wir haben die Hälfte von denen nur gekillt. Ey, wenn man Ogre ja, hat, ne? Wir haben einfach 25 Truppen verloren. Halt nichts. Das ist halt einfach nichts. Und das waren wahrscheinlich sogar 400. Goblins, die wir aus Versehen selber gesmackt haben. Stimmt, Goblins, ne? So, ja, also, Gefangene auffressen. Ja, Fleisch oder erhalten, 2. Ich hätte 3, geil. Beute, geil. 171. Also, es war halt auch, sagen wir mal so, es war halt jetzt. Ach, auch wir nicht, können abstimmen, was wir machen, wenn wir beide gekämpft haben. Ja, Niederreißen bringt 300 Gold. Mhm. Ausrauben oder plündern und besetzen. Ach so, du kannst die Stadt jetzt plündern und besetzen, ja, ich kann oder? Jetzt, ich kann jetzt besetzen. Ja. Dann besetze ich halt die Siedlung. Das würde ja. ich jetzt machen, glaube ja, ich. Ja, mach mal. Ich könnte sie ausrauben, dann kriege ich instant 400 Gold. Oder niederreißen, dann kriege ich 300 Gold und keine... Aber dann ist sie wahrscheinlich weg. Ist so nice, noch ein Lager zu haben. Ja. Also es bringt auch gleichzeitig natürlich Eroberungsstrafe. Ich weiß nicht, was genau bringt. Und Provinzstabilität sinkt auch, wenn ich es besetze jetzt. Pass weil auf. Die haben dann... Die haben ja alle keinen Bock auf mich. Stellt, ich würde Folgendes vorschlagen. Ja. Wir beenden an dieser Stelle die Folge hier. Und ja. Machen direkt bei dir weiter, wo du das auch zeigen kannst. Richtig. Weil, so. Ja, könnt ihr euch jetzt denken, zweite Folge in diesem Augenblick live bei Sterzig. Schaut da gerne vorbei. Wir zocken da jetzt noch weiter. Ja, ich hab Bock. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Gönnt euch das Spiel. Ist heftig. Ich also frag mich gerade, warum ich das noch nie gespielt habe. Muss ich sagen. Ja. Vielleicht war es halt wirklich, weil es nicht so dafür bekannt war, dass man damit gut Multiplayer oder so zocken konnte. Ja. Aber ja. Mega nice. Echt. Krass. Ich wusste schon, es ist eine gute Brand und bewerben gar kein Problem. Ist geil. Aber ich bin halt wirklich auch nochmal darüber hinaus positiv impressed und überrascht. Also Erwartungen voll erfüllt und mehr. Wir sehen uns bei Sterzig. Tschüssi. Bis gleich.